Hey Leute, ihr schaut Ikuma Games und in diesem Video zeige ich euch das neue Update von Virtual Desktop. Denn ja, mein Video wird ziemlich viel geklickt, meine Vorstellung von Virtual Desktop, und ich dachte mir, es wird Zeit, da ein kleines Update zu machen, denn es gibt ein neues Update von Virtual Desktop, was einige neue coole Features mit reingebracht hat. Ich habe mittlerweile auch mein Setup so weit verändert, dass meine Verbindung stabiler ist. Es gibt ja leider immer noch keine Möglichkeit, mit Kabel zu spielen. Es gibt Möglichkeiten, man kann da sich hier und da was zusammenmodden, um mit Kabel zu spielen. Also mit einem LAN-Kabel dann zum Beispiel, oder dass man USB Streaming enabled quasi. Also das sind so ein paar Ideen, die habe ich auch alle ausprobiert. Die sind alle aber nicht optimal. Das beste Setup auch von Virtual Desktop empfohlen ist eben einen dedizierten Router zu benutzen. Den seht ihr hier. Ich habe mir hier so ein Asus gekauft und habe den quasi nur für das Virtual Reality Headset, in dem Fall die Pico 4, und meinen PC. Der Rest, mein Handy und so weiter, ist nicht mit im WLAN, was die Verbindung hier deutlich verbessert. Ihr seht, ich bin hier in meinem Wohnzimmer. Man sieht hier mein OBS Setup, hier so ein bisschen psychedelische tausendfache Wiederholung des Bildes, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, was es hier alles Neues gibt in dem Programm selbst jetzt zum Beispiel. Wie immer, eins der geilsten Features hier, das Dynamic Lighting hier. Ihr seht, wenn ich es rein und raus tabbe, verändert sich das Licht, total klasse. Naja, wir gehen mal in die Change Logs hier. Ich kann hier meinen Bildschirm wechseln, das ist jetzt mein anderer Monitor. Und ich erkläre euch mal hier, was es hier alles Neues gibt in der Version 1.27.4. Einerseits hat Virtual Desktop jetzt HEVC 10-Bit Codec hinzugefügt als Option. Und das ist ein riesiges Ding, was die Bildqualität angeht. Das erhöht zwar nicht die Bitrate im Allgemeinen, aber die Qualität wird sichtbar besser. 10-Bit im Vergleich zu 8-Bit, das ist ja eben der Farbspielraum, dem das Videosignal, letzten Endes ist es ja nur ein Videosignal, was auf die Brille übertragen wird, hat ein deutlich höheres Farbspektrum, und das lässt ein insgesamt weicheres Bild. Schwer zu erklären, ich blende hier ein Bild ein, was es ganz gut erklärt. Dann versteht ihr vielleicht, was das zu bedeuten hat. Dann gibt es die Option H.264 Plus als Codec. Das ermöglicht euch jetzt bis zu 400 Mbps, also 400 Mbit zu nutzen. Das ist ziemlich krass. Muss aber dazu sagen, dass meine persönliche Erfahrung damit ist, dass es nicht so stabil läuft. Ich weiß nicht, ob mein WLAN nicht schnell genug ist. Ich habe eigentlich natürlich Wi-Fi 6 hier drauf und wie gesagt jetzt mit einem dedizierten Router, aber ich kann nicht 400 Mbit nutzen und dann habe ich eine super stabile Verbindung. Zusätzlich gibt es hier noch Improved Forwarded Encoding to Prioritize Bitrate at the Center of the Image bei H.264 und H.264 Plus, nur für Nvidia-Karten leider. Das bedeutet, dass quasi von den, zum Beispiel wenn ihr 400 Mbit tatsächlich nutzt, dass in der Mitte das meiste genutzt wird, der Übertragung nach außen hin weniger. Dadurch habt ihr weniger Kompression insgesamt, das ist zumindest der Plan. Mir ist der Unterschied gar nicht so stark aufgefallen. Ich persönlich favorisiere zurzeit den HEVC 10-Bit Codec. Aber coole Option auf jeden Fall. Wenn es das Ganze mit einem Kabel geben würde, würde ich definitiv nochmal 400 Mbit ausprobieren. Aber wie gesagt, das erhöht zusätzlich die Latenz. Ihr habt wahrscheinlich kein so stabiles Bild. Aber ihr könnt ja auch mal 300 oder 250 probieren. Bei HEVC 10-Bit habt ihr weiterhin nur 150, aber wird ja immer gesagt, dass es so ähnlich sein soll wie bei H.264 mit 300 Mbit. Also von der Qualität her ist das auf jeden Fall mein Favorit. Dann sind die auf OpenXR übergegangen bei der Quest. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was bei der Pico genutzt wird. Ich glaube auch OpenXR. Soweit ich das damals verstanden hatte, sind die bei der Pico mit OpenXR gestartet, um das für alle Headsets aktiv zu machen. Anscheinend war die Quest-Version noch nicht OpenXR, sondern eben wahrscheinlich der Quest-eigene
Dings, Entwicklerumgebung, keine Ahnung. Dann Local Dimming bei der Quest Pro ist jetzt immer enabled quasi. 120 FPS Support für die Pico Neo 3 Link, haben sich viele gewünscht, ist jetzt enabled, wer dieses Headset noch besitzt. Dann so ein paar Scherze wie italienisches Keyboard Layout, okay. PS5 DualSense Gamepad Support, das ist ganz cool, also ihr könnt jetzt in den Einstellungen hier im Desktop, habe ich das Ding noch hier, warte, wenn ich jetzt zurückgehe auf den anderen Desktop, genau hier, könnt ihr dann sehen, hier könnt ihr den Codec übrigens auswählen, das müsst ihr dann immer neu starten und hier kann man eben auch Gamepad Emulation, also wenn ihr diese Controller nutzt, könnt ihr Flat-Spiele spielen und dann einstellen, dass er das als PlayStation Controller zum Beispiel nutzt. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. So, wo waren wir? Fix Pico Image Edge Issue in some Games, Videos und Screenshots. Da war das so, dass der Bildausschnitt so ein bisschen kaputt war. Das haben sie gefixt. Und ja, der Rest sind so ein paar Fixes, die es dann noch gibt. Ja, wie immer ist es wahrscheinlich zu empfehlen, eine Nvidia-Grafikkarte zu haben, da viele Funktionen nur damit funktionieren. Aber ja, hier stehen nochmal ein paar Sachen, welche GPU-Drivers ihr nutzen solltet. Gerade im Fall von AMD empfiehlt Virtual Desktop immer bestimmte Versionen und bei Nvidia-Grafikkarten meistens immer einfach die neueste Version. Oder eben, ja, er schreibt hier jetzt mittlerweile AnyDrivers, also hat er sein Programm, der Guy Godin, der Macher von Virtual Desktop auf jeden Fall, Guy Godin, so heißt er, genau. Ja, AnyDrivers, also hat er sein Programm so weit entwickelt, dass es anscheinend mit allen Nvidia-Grafikkarten funktioniert. Ja, und genau, jetzt gehen wir mal in das Programm rein, dafür gehe ich nochmal zurück. Hier ist es nämlich ein bisschen größer. Ihr seht mich hier noch im Hintergrund. Doppelt, das tut mir leid, aber das muss jetzt eben so sein. Wir haben hier die gleichen Overlays wie eben. Environments, Games und so weiter, das hat sich alles nicht verändert. Input auch. Settings. Hier hat sich soweit es geändert, also dass ihr beim Desktop nochmal eine Bitrate von 100 Mbits nutzen könnt. Davor waren es nur 80. Das bedeutet, ihr habt hier im Flat-Modus quasi, wenn ihr euren Desktop nutzt, ein etwas besseres Bild, also 100 Mbit für so ein 1080p-Bild reicht definitiv aus. Das ist jetzt schön, ja, fast kompressionsfrei meiner Meinung nach. Das ist eine coole Sache. Dann kommen wir zum wichtigen Teil, Streaming. So, jetzt haben wir hier ein paar neue Optionen. Einerseits, ich habe jetzt hier zum Beispiel H264 Plus. Deswegen habe ich hier die Möglichkeit bis zu 400 Mbps, also Mbits pro Sekunde einzustellen. Und genau, wie gesagt, ich empfehle euch da eher 10-Bit HEV10, aber müsst ihr eben ausprobieren. Ich habe hier jetzt ein bisschen rumexperimentiert mit dem Sharpening, das ist ja altbekannt. Mittlerweile sehe ich da gar keinen so großen Unterschied, deswegen dachte ich, mache ich das mal auf 0. So. Was jetzt auf jeden Fall neu ist, ist hier VR Framerate. Habt ihr jetzt bei der Pico Neo 3 Link dann 120 FPS, könnt ihr dann einstellen. Hier mit der Pico 4 gibt es natürlich nicht. Aber neu ist nochmal, das gab es aber schon seit dem letzten Update, aber ich dachte mir zu dem Video, was so viele Leute auf meinem Kanal gucken, ist es sinnvoll, dass ich das nochmal erwähne. Der Snapdragon Game Super Resolution, da hat nämlich Virtual Desktop mit Snapdragon zusammengearbeitet, um ein internes Upscaling hier zu nutzen. Das ist eine coole Sache. Das bedeutet, wenn ihr bis zu einer gewissen Auflösung, es geht jetzt nur mit High zum Beispiel, dann könnt ihr das hier aktivieren. Bei Ultra und Godlike ist die Auflösung so hoch, dass das nicht mehr nötig ist. Aber wenn ihr jetzt nicht so einen kompetenten PC habt, zum Beispiel in Anführungszeichen nur eine 3070, dann könnt ihr hier diese Auflösung auswählen und den Snapdragon Game Super Resolution hier aktivieren, welcher dann das Bild auf die native Auflösung der Pico 4 hochrendert. Wenn nicht sogar hoch, also quasi auf Godlike. Das sind knapp 3000 irgendwas mal 3000 irgendwas.
Pixel pro Auge. Das wird dann quasi hochskaliert, aber in der Brille. Das heißt, ihr habt keinerlei zusätzliche, keine zusätzlichen Ressourcen, die an dem PC verbraucht werden. Das ist eine ziemlich coole Sache. So, und ich dachte mir, ich zeige euch noch, wie das Ganze in-game aussieht. Also ich kann es euch nicht zeigen, ihr werdet den Unterschied nicht feststellen, aber ich kann euch so ein bisschen beschreiben. Hier anhand Ancient Dungeon, eins meiner Lieblingsspiele, ist jetzt nicht grafisch anspruchsvoll, aber sehr farbenfroh. Und hier kann ich das auf jeden Fall deutlich wahrnehmen mit dem HEVC 10-Bit Codec. Da die Farben sind einfach ein bisschen kräftiger, die Farbübergänge sind ein bisschen besser. Und sehr deutlich für mich die Schwarzwerte, und das ist jetzt kein OLED-Display bei der Pico 4, aber die Schwarzwerte sind nochmal deutlich besser. Und es ist ein deutlich, ja, angenehmes, flaches Schwarz. Also mir fallen Kompressionen gar nicht mehr so stark auf. Mir fällt auf, wenn ich 400 Mbit auswähle, das kann ich ja auch nochmal gerade machen. So, dafür muss ich das Spiel allerdings einmal beenden. So, Spiel beenden, SteamVR beenden. So, dann gehe ich nochmal in den 264 Plus Modus, so. Und stelle hier nochmal, einfach mal testhalber, die Bitrate auf 400 Plus. So, und starte nochmal das gleiche Spiel. Kleiner Tipp am Rande für alle, ja, Streamer und YouTuber da draußen. Es ist extrem, es macht einen riesigen Unterschied aus, mit welchem Codec ihr aufnehmt. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich beides nutze, also wenn ich mit OBS zum Beispiel streame oder aufnehme mit auch einem Nvidia-Codec, zum Beispiel dem 264-Codec oder dem HEVC-Codec, dass die Grafikkarte, obwohl ich eine 3080 Ti habe, einfach krass überlastet ist, das Ganze zu decoden oder zu encoden. Ist quasi einfach doppelt, ne? Die Brille selbst kodiert und dekodiert mit der Grafikkarte, mit dem Codec, und anscheinend gibt es da extreme Grenzen. Das fand ich sehr schade. Und nutzt den X264 Codec. Der sieht zwar nicht so toll aus, aber dafür ist eure Grafikkarte nicht mehr so überlastet. Und ich habe jetzt hier auf jeden Fall ein flüssiges Bild. Was mir, wie gesagt, aufgefallen ist, dass ich bei 400 Mbit, vielleicht seht ihr es, es ruckelt hier und da doch schon. Man sieht, Networking ist total überlastet, obwohl ich einen dedizierten Router habe. Das kriege ich nicht so krass gut hin. Aber wenn ich das hier jetzt auf 300 Mbit ungefähr stelle, dann geht's eigentlich. Ja, es ist immer noch hier und da ein bisschen ruckelig. Für mich persönlich funktioniert der 10-Bit HEVC-Codec einfach viel, viel besser. Aber wie gesagt, die Clarity ist schon da, aber der Unterschied ist nicht so stark, als dass ich das rechtfertigen würde und der HEVC-10-Bit-Modus sieht einfach besser aus, das muss ich euch sagen. Und hier, wie gesagt, diese Schwarzwerte, die sind hier ein bisschen gräulicher und die Farben sind ein bisschen matter. Nicht schlimm, man kann definitiv so spielen, aber ich persönlich favorisiere das, und außerdem ist eure Bandbreite nicht so stark ausgelastet und ihr habt wahrscheinlich weniger Probleme. Denn egal wie gut euer Netzwerk ist, am Ende des Tages kann es an welchen Faktoren auch immer doch nochmal Schwierigkeiten geben. Ich hoffe, Virtual Desktop wird irgendwann ein Kabel einführen. Gerade mit einem 400 Mbit-Modus fände ich das, glaube ich, ganz cool, da irgendwie mit einem Kabel zu spielen, um nochmal alles rauszuholen. Ja.
Das soll es gewesen sein. Das war mein Update-Video zu Virtual Desktop. Wenn ihr die ganzen Funktionen nochmal im Detail erklärt haben wollt, was ihr beachten müsst bei Virtual Desktop, dann schaut gerne mein altes Video rein. Das hier ist ein Update-Video zu Virtual Desktop, zu den ganzen neuen Versionen und Funktionen. Ich hoffe, dieses Video konnte euch weiterhelfen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da und ein Abo, damit ich weiter solche Videos für euch machen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.